herzlich willkommen zurück in meiner Küche in der Kürbiszeit. Ja, heute möchte ich Ihnen zeigen, was Sie mit Kürbissen machen können zum Vespern. Es ist ja auch so, früher gab es nur die süß-sauer eingelegten, die man den Winter über aus dem Glas gegessen hat. Ich habe heute ein Rezept für Sie, ja, die Sie so 14 Tage ungefähr im Kühlschrank halten können. Aber auch dafür bereiten wir einen süß-sauren Sud vor. Ich habe hier einen halben Liter Wasser zum Kochen gebracht, gib eine Zimtstange dazu und 5 Nelken. Und bei den Nelken möchte ich Ihnen aber ganz sagen, drücken Sie mit dem Fingernagel die Köpfchen ein bisschen ein. Dann entfalten Sie noch viel mehr von Ihrem guten Aroma, das dann in dem Sud drinnen ist hinterher. Ja, 500 Milliliter Wasser, 250 Gramm Zucker und genauso viel Zucker, wie Sie haben, kommt auch Essig rein. Ich nehme hier für den Hokkaido Kürbis sehr gerne den Balsamico-Essig. Wenn sie hinterher die schwarze Farbe stört, schaut ein bisschen, ja, ist halt schwarz, können Sie es auch mit einem weißen Balsamico probieren. Aber ich finde es eigentlich sehr, ja, apart, so der schwarze Essig mit dem Orangen von dem Hokkaido-Kürbis. So, 1/4 Liter kommt hier mit rein. Man muss gucken, dass der Zucker sich aufgelöst hat. Wenn man das einmal aufgekocht hat, dann gebe ich den vorbereiteten Hokkaido mit rein. Hokkaido-Kürbis ist der kleine orangene Kürbis, den Sie jetzt hier auch mit der Schale verarbeiten können. Ich habe ihn gewaschen, ich habe ihn halbiert. Und ich habe ihn dann auf die Schnittfläche gelegt, in Streifen geschnitten. Und weil es ein großer Hokkaido war, habe ich die Streifen dann nochmal halbiert. Bevor wir sie jetzt ins Wasser reingeben, nicht ins Wasser, sondern in den Sud reingeben, in den süß-sauren. Und ja, je nachdem, wie Sie es gern haben möchten, 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Kommt immer darauf an, wie ausgereift Ihr Kürbis ist, das wissen Sie, oder wie dick Sie geschnitten haben oder wie dünn. Immer wieder mal probieren, wenn es bissfest ist, nehmen Sie es von der Platte runter und lassen dann die Hokkaido-Spalten im Sud erkalten und geben Sie in ein Gefäß und stellen Sie sie dann in den Kühlschrank und so haben Sie 14 Tage immer leckeren, süß-sauren Kürbis, wenn Sie mal Brotzeit machen wollen. Viel Erfolg dabei und wir schauen uns dann aber natürlich das Ergebnis erstmal an. So, Zucker hat sich aufgelöst, ich gebe die Hokkaido-Spalten hinein. Gebe meinen Deckel drauf und lasse das Ganze dann in Ruhe durchköcheln. Und dann probieren wir wieder, ob sie bissfest sind und ob sie uns so schmecken. Wow!